meine, die werden uns eh angreifen. Warum wir sie nicht fahren. Okay, und hops. Ach, Scheiße. Fast abgestürzt mit dem Wagen. Hier runter. Ja, genau. Mittendran vorbei. Wir sind noch zu hoch gestiegen, wir müssen hier lang. Munition. Ah, okay. Hier hoch. Jo. Ach, Scheiße. Waghalsige Sprungaktion. Und hoch hier. Da ist Licht. Den haben wir doch gleich gesehen. Oder nicht? Scheiße, als ob der noch lebt. Ich hab ihn in den Hals geschossen. Pfeile. Okay, Munition. Okay, da hoch würde ich sagen. Würde ich denken. Da ist eine Wand, an der wir kratzen können. Dank. Na toll. Erstmal eine Granate werfen. Dass die nicht schon vorgewarnt sind. Nachdem wir zwei Granaten geworfen haben. Ach du Scheiße. Knapp verfehlt. Ist auch vorbei. Knapp vorbei ist auch vorbei. Was machst du denn? Hier festbinden. So, hier links. Hier können wir da irgendwie hoch. Oh nein, nein! Das war knapp. Okay, hier weiter. Oha. Wie sollen wir jetzt darüber kommen? Springen? Okay, das hätte klappen können.
Aber what the fuck? Bisschen Anlauf und genau so. Jetzt hau ich damit weg, selbst weg. Oder auch nicht. Okay, hier ist eine Kanone. Erstmal drinnen umschauen. Ist nichts. Weiter geht's. Das alte Grab entdecken. Das können wir nicht unbedingt abstürzen. Okay. Ich fürchte, wir müssen hier runter, oder? Ja, es sieht fast so aus. Geocaches. Hoffentlich ist das hier noch nicht Boss Arena. Das wäre schlecht. Autsch. So viele Leichen. Kaiser jetzt. Die Uni sind hier. Und sollen sie uns etwa finden? Sei ruhig und halte nach dem Mädchen Ausschau. Das hin. Bisschen Lagerfeuer. Können wir nicht benutzen. Ein sicheres Lager. Erstmal ein Buch lesen. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kam die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alle stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Dafür muss immer Zeit sein. Okay, kein anderer, der Alarm schlägt. Oder doch? Viele Leichen. Sieht nicht gesund aus da unten. Können wir irgendwie oben lang? Bezweifle stark. Okay, woran sind die gestorben, die Leichen? Okay. Ein Wunder, dass das noch aufging. Das Grab muss in dem Untergrund sein.
Na toll. Wollen wir hier alle. Wollen wir jeden alarmieren? Ich muss irgendwie da durchkommen. Tja. Ja, ist zu leicht. Ich wäre da längst durchgebrochen. Vielleicht versuchen wir es mal mit der rabiaten Methode. Okay, so nicht. Wenn Granaten die Tür nicht aufkriegen, dann weiß ich auch nicht. Das ist sehr stabil. Ein bisschen da unten was raufschieben. Tja. Irgendwas Schweres hier. Können wir Leiche, können wir eine Leiche mitnehmen? Ich habe keine Idee. Können wir hier rauf? Ach so, na gut. Das hätte man mal versuchen können. Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss den Aufzug nur mit mehr Wucht nach unten befördern. Mit mehr Wucht nach unten befördern. Können wir hoch und irgendwas drauf werfen? Sind fast besogen. Ach du Scheiße, das macht so viel Lärm hier. Ah ja. Das sind ein paar EXP.
lockern. Okay, jetzt werden wir hier. Vielleicht können wir das, was nach ganz unten lassen, dann von oben runterspringen. Ich meine, der Fallschaden wird scheiße, aber. Oberkommando an Agent. Stop. Trinity ist besorgt. Stop. Beschaffung des Sternphänomens inakzeptabel. Stop. Sabotage der Operation der Achsenmächte unabdingbar. Stop. Ah, ja. Ich muss nur noch drei lockern, dann ist der Aufzug wieder frei. Stop. Ich verstehe nicht. Wie kamen wir her? Vielleicht können wir. Ich meine, das wird ganz sicher nichts, aber. Ein Versuch ist wert. Dabei wird es safe umkommen. Das ist sicher eine ganz blöde Idee. Aber einmal müssen wir es mal versucht haben. Das war sowas von klar. So schwer ist Level dann auch nicht. Here we go again. Hier irgendwie. Das ist ein Leiter, das Ding, deswegen denke ich mir. Ich komme hier mal ran. Ich muss irgendwie Achsen lockern. Aha. Oh, scheiße. Noch mal daneben gesprungen. Here we go again. Nee, es gab's den Save Point. Jetzt müssen wir hier noch einen Weg finden. Rein.
Wie kommen wir da hin? Ach, Scheiße. Ich muss mir den Weg freischießen. Ja. Und vielleicht die Leichen hier nutzen. Irgendwie. Oh, die können wir hoch. Ja, bloß wie kommen wir da ran? Kommen wir da jetzt zu? Ich muss mir den Weg freischießen. So was ist gemeint. Wir haben es doch bestimmt schon alle gehört. So wie wir hier rumballern. Tja. Ach du Scheiße. Nein. Nein. Verdammt. Wo haben wir was jetzt freigeschossen? Können wir hier nochmal hoch? Da müssen wir den Fahrstuhl noch mal runterholen, um da anzukommen. Jetzt während er gleich wieder hochkommt. Oh nein! Nein! Verdammt. Das hätten wir geschafft. Das ist genau der Plan. Here we go again. So, runter zu Etage 3. Natürlich. So nicht. Müssen wir den Lärm noch mal ertragen. Ja.
jetzt ganz in Ruhe. Sehr gut. Und vielen Dank. Ich hoffe, wir sollen hier hin. Ja, sieht gut aus. 12 von 3 Teilen von Schrotflinte. Das ist gut. Das war ja ein langer Weg nach unten. Ich glaube, das hat funktioniert. Man müsste jetzt auch mindestens alle animiert haben. Na komm, hüpf schon. Weg zurück aufmachen. Hey, ist da jemand? Nö. Gute Nacht. Gute Nacht. Erfahrungspunkte. Nichts Nützliches hier drin. Wo kommen wir denn hier hin? Aha, ein Secret. Dich. Oder auch nicht. Das ist zu ruhig hier. Viel zu ruhig. Aber was so ist, sind wir mal ein bisschen naiv. Diese Figuren. Krieger. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Wieso? Und noch scharf. Das würde ich mal weglegen. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird.
Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Die Seele in einem verwesenden Körper. Das ruft also die Stürme. Okay, und nun? Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Wie bringen wir die Leiche hier raus? Ohne gesehen zu werden.